Was läuft und willkommen zurück zu Shovel Knight Plague of Shadows. Wir sind hier vor dem Turmanstieg, wo wir bald auf eventuellen Boss Rush treffen können. Ist ein schwieriges Wort für mich irgendwie. Rush. Aber zuvor wollte ich meine Rüstung wechseln und zwar, oder zumindest wie ihr seht, habe ich das Gold ein bisschen niedriger stehen. Ich habe nämlich meine 10 Tonika schon geholt. Also die Boxer drüben da. Beim Christian. Und ich wollte heute noch meine Rüstung wechseln und eventuell mal absaufen gehen. So, also erstmal helfen. Und dann möchte ich am besten mal die einzige Robe anprobieren, die ich noch nicht anhatte. Die Robe des Mündelns. Muss ich schauen. Das sieht wirklich krass aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Ja, wie man rutscht ein bisschen. Aber ich will auch mal absaufen, ne? Weil ich es kann. Oh Mann. Du wirst nicht unser Wasser mit deinem dreckigen Leib besudeln. Beim nächsten Male werde ich keine Gnade walten lassen. Was passiert? Was? Ich bin außerdem jetzt mal ins Wasser reingesprungen, hab mir gedacht, hey, warum nicht? Was passiert, wenn ich da drüben reinspringe? Auf der anderen Seite, passiert da irgendwas oder gar nichts? Greif doch mal an. Nö. Das ist merkwürdig. Er greift gar nicht an. Elektroschocks. Gar nichts. Echt nicht. Nicht mal, wenn ich irgendwie so reinspringe. Merkwürdig. Naja, egal. Ich hätte gedacht, da passiert irgendwas. Aber wir gehen jetzt ganz interessiert in den Turmaufstieg. Und ich will mal sehen, wie wir durchschlagen können. Wenn wir uns hier durchschlagen können. Lass uns experimentieren, ne? Die alle. Die in einem Wächterding sind gar nicht mal so uncool. Nein. Ich finde diese alle in Wächterzünder killen. Ich gibt's doch gar nicht. Boah, unter Wasser ist er echt schlimm. Und die Funken sind auch irgendwie doof. Gerade. Nehme ich mal das und mache den Bogenhülse dran. Date. Das ist gemein. Einmal nicht aufgepasst, ist schon mal ein Boot. Okay. Mehr Zeug. Ich muss auch immer wieder zur Seite schauen aufs Gamepad, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Wobei. Ich leg's mir einfach mal auf einen Schoß. Hehehe. Ach ja, man kann so reinspringen. Muss ich vorsichtig sein. Irgendwas sagt mir, ich könnte auch rechts hochspringen. Wenn ich dann genug Sprung hätte. Habe ich aber nicht. Dann ignoriere ich das einfach mal gekonnt. Uiuiui. Böses Feuer. Das Feuer ist gerade durch die Wand gelaufen. Cool. Böse Stacheln. Ganz, ganz viele böse Stacheln. Verstehe ich, warum man hier unter Wasser ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ein Grund, warum ich jetzt unbedingt die Screw Attack drin haben wollte, ist halt, weil Wände und so und Lava und so ein Zeug. Wäre vielleicht in manchen Situationen gar nicht mal so uncool, aber nicht hier gerade, finde ich. Die treffen die Scheiße. Die Scheiße, die Schweine. Na super. Ui. Ich soll meinen Sprung, die Bogenhülse reinnehmen, rausnehmen. So rum. Ist noch ein bisschen, naja, nicht meine Uhrzeit eigentlich zum Aufnehmen. Will jetzt nicht sagen, dass es extrem früh ist oder so, aber Viertel vor zwei. Morgens.
Das ist schon eine Uhrzeit, wo man eigentlich nicht aufnehmen sollte. Normalerweise. Das ganze Gold und so weiter interessiert mich erstmal nicht. Aber wenn ich was bekommen kann, nehme ich es mit, ne? Hui. Ist ja knapp. Mit Ritter. Fangschussritter. Schweinerei. Ich war auch in der Burg nochmal. Und hab da versucht, alle Münzen einzusammeln. Hab auch ein paar gefunden, die ein bisschen offensichtlich da in der Luft rumstanden, die ich einfach nicht gesehen habe. Aber mir sind immer noch zwei, naja, und nicht unter die Augen gekommen. Ich weiß nicht, wo die sind. Von daher werde ich eventuell nochmal dahin zurück müssen. Wenn ich dann wissen will, ob es was großartig Besonderes noch gibt, wenn ich alles habe. Böse Feuerlava-Dinger, die ich mit Feuer töten kann. Komisch, wa? Das sind Feuersteine, die ich mit Feuer töten kann. Das ist gemein. Das ist doch fies. Böse Schleime. Ganz, ganz böse, böse Schleime. Okay, neuer Versuch, aber ohne das Feuer, weil das Feuer ist echt doof irgendwie. Ich meine, es funktioniert beim Ritter ganz cool. Aber bei den Ratten nicht. Und die Ratten sind viel schlimmer als der Ritter. Wobei, funktioniert beim Ritter auch. Hey. Hopp. So. Und auch bei den Schleimfuß ist das viel besser. Nur rutsche ich gerade aus dem Bildschirm raus. Cool. Ah, Rip-Schleim. Okay, ich brauche kurz eine andere Abwurfhülse. Ha. Die ist gar nicht mal so uncool, die Abwurfhülse, weil nahe Gegner, die ich nicht treffen kann, weil sie zu nah sind, die fallen einfach runter. Aua. So. Na komm, na komm. Gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Das ist ja matter bekloppt. So, die Lava war gemein mit Shovel Knight, weil man konnte einfach runterfallen in die Lava. Jetzt müssen wir aber auch in den Raum angekommen sein, wo uns unsere Brüder und Schwester eigentlich begegnen sollten, ne? Von wegen, wir kämpfen eigentlich für die Verzauberin, aber und so. Ja, ich bin mal gespannt. Hui! Nee, noch nicht? Okay. Dann noch nicht. Dann ist ein Raum später. So. Einmal Köder. Ein Trank. Oder Tonikum. Ob ich das jetzt schon gefuttert habe? Ich weiß es nicht. Brauche ich gar nicht ein Futtern. Weh. Oben lang. Okay. Alles klar, Spiel. Oder ich hau mir die Bombe. Noch mehr. Das war knapp. So. Vorbei. Ha.
Ich hab's genau gesehen. Kommt aber auch irgendwie nicht hoch. Ha. Oder doch. Ha. Ich hab dich, Musiknote. Komm schon. Dankeschön. Checkpoint. Hallo, Checkpoints. So. Das läuft bisher ganz gut, finde ich. Fuck. Ich darf nicht sagen, es läuft ganz gut. Dann sterbe ich nämlich. Und das ist uncool. So, neuer Versuch. Zum einen will ich mein Gold wieder haben. Zum anderen muss ich die Schlamme hier töten. Und dann noch hier hoch. So, da kommt da vorne aus der Wand irgend so ein Scheiß. Genau. Da habe ich eine Münze. Und irgendwie kein Doppeljump. Okay. Okay, Plague Knight. Dann spielen wir eine Runde. Spielen wir um deinen Tod. Lauf, 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 lauf. Gut, herrlich. Nein, 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 nein. Ich will die Note haben, auch wenn ich sterbe dabei. Ich hab die Note. Das war mir wichtig. Die wollte ich nämlich unbedingt haben. Yay. So. Die Note war mir wichtiger als das Leben für den Moment. Oder in dem Moment. Aus Gründen. Oder weil Baum. Wobei, weil Baum mag ich momentan nicht so wegen Bewohner und so. Au. Ah, dass ich nicht hochkomme. Um eventuell mein Gold zu kriegen. Hey, ich hab's gekriegt. Cool. Schon wieder, der ist nicht gesprungen. Ich wäre auch wahrscheinlich ziemlich eng geworden mit den ganzen Blöcken da vorne. Ugh. Ach, widerlich. Widerlich. Diese Scrolling-Abteile sind schlimm. So. Au. Das lag an der Rüstung, dass man so krass weit zur Seite fliegt oder rutscht. Doof. Richtig, richtig doof, aber ich muss gerade auch ein bisschen konzentrieren, ne? Besteht da, wa? Das war geskillt, da durchgesprungen. Komm schon, Black Knight. Dankeschön. Das ist echt übel. Ich habe nur einmal kurz nach rechts gedrückt. Minimal. Einmal. Buff tot. Ha. Lustig, der Typ. Lustig. Ah, werde ich auf die alte Methode machen. Auf die alte Art und Weise. Nicht sterben. Das heißt, einmal hier rüber springen. Mal darüber springen. Mal da hochspringen. Nochmal weiter hoch. Nicht einquetschen lassen. Nach Möglichkeit, natürlich. Und merkt, dass ich da nicht hochkomme. Geil. Geile Scheiße. Geile Scheiße. Ui, das könnte noch lustig werden. Aber ich könnte eben mal ein bisschen Trivia labern. Ich habe versucht, das eine Video, wo ich gesagt habe, ich will jetzt alles zu Ende spielen. Wo ich gesagt habe, ich will es auch auf mal 60 FPS versuchen hochzuladen. Es will irgendwie nicht rendern, also...
wird es wohl minimal eine Verschiebung geben des Plans. What the fuck? Bin ich denn da gestorben? Ich stand an der Kante. Und bin weggeschleift worden. Und bin eigentlich auf... Okay. Nevermind. Und ja, das Ding wollte halt nicht... Oder ich habe das schon im Rendern gehabt. Habe auch einen Testrendern gemacht mit einer kleineren Datei von 5 Minuten. Und das Video war ja irgendwie 23 Minuten oder was. Oder 20. Sollte also locker gehen. Aber irgendwie... Nö. Irgendwie hat er gesagt, nein. Das machen wir nicht. Ja, so eng hier. Also ich auf der Seite. Weh, in diesen Blöcken gibt es diese komischen Chevre-Münzen drin, ey. Nein, gut. So. Viele Münzen für den kleinen Alchemisten. Der eigentlich auf dem Kasten hat. Haben wir festgestellt. Oh, das war knapp. Das war auch noch knapp. Und da drüben kann ich wohl reingehen. Ah, Truthahn. Lecker. Hm. Noch mehr Münzen und ein Truthahn. Eine Karotte. Und ein Tonikum. Und noch ein Truthahn. Ah. Irgendwas versteckt hier? Nein? Nix? Gar nichts? Na dann. Hinab. Da, wo alle anderen schon warten. Yeah. Ho. Sieh an, wer da zu unserer kleinen Soiree? Du bist mit deinen Mitgliedsbeiträgen im Rückstand. Was? Mitgliedsbeiträgen? Wirklich? Wow. Im Rückstand, Alchemist. Und jetzt ist der Tag der Blab tot. Aua. Shovel Knight. Hast du denn auch hierfür Hast du den auch hierher geführt? Was ist das alles für ein Wahnsinn? Um den kümmern wir uns schon bald. Doch zuerst will ich wissen, warum Plague Knight hier überhaupt seine Maske sehen lässt. Sagt Maske, das passt eigentlich. Gesicht sieht man nicht. Ja, ja. Du hast mir meine gesamte Essenz gestohlen, du Irrer. Jetzt bleibt mir nur noch mein Verstand. Dir fehlt es zwar an Verstand, King Knight, aber immerhin hast du ein wenig Essenz. Nur ein bisschen schwach. Als Team waren wir stark. Doch dir geht es nur um dich. Schäm dich. Haha. Ah. Die Macht macht's nicht das Motto des Ordens? Ich habe einfach nur die Initiative ergriffen. Das... Ist halt ein bisschen spät, ne? Das lassen wir uns niemals gefallen. Dafür müssen wir bezahlen, Plague Knight. Gib mal das Salz. Salz? Wow, wirklich salty und so? Die sind ja genau wie im normalen Kampf auch. Deswegen sind die nicht schwer. Ist das jetzt ein, zwei vielleicht? Blitzender bloß. Wobei. Rechterzünder hat gut geholfen gegen den. Habe ich herausgefunden. Das war recht cool. Aua. Du blöde Tunte, du. Au. Wir dürften auch in der Regel geheilt werden nach jedem Kampf, oder? Gibt's doch gar nicht. Dankeschön. Blöder Heini, du. Nee. Aua. 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 Ist ja
blöde Heini, der macht so guten Schaden. Aber es besiegt. Gut. Auf zu Propellernat. Oh Gott, nein. Der wird ja jeden Scheiß ab, das ist schlimm. Zumindest haben wir hier keinen Rand, wo wir auch nachfallen können. Ach, der hat doch noch das Schiff, ne? So, dann schmeiß ich kurz mal hinter ihnen eine Sprunghülse. Der macht echt guten Schaden, wa? Ich will mal einen Tonika einwerfen. Ah, die Feige saugt durch die Luft. Stirb! Ach, schlimm, ich hasse die Typen. Spectre Knight, oh oh. Das macht sich gerade besser, oder? Oh, Moment. Keine Wächterzünder. Wobei. Wie? Au. Ach, Plattformen sind erschienen. Ich hab die gar nicht gesehen. Ich denke mir, warum kann ich denn hier hochspringen? Das ist natürlich doof. Au. Oh, ich hab den Kombo drin. Geil. Jawohl. Noch ein Treffer, dann ist er weg. Bonk, da ist er weg. Tanzen wir, bevor wir gegen diesen Spasten antreten müssen. Ah, fällt gerade auf. Ist ziemlich lustig, weil... Guck mal, wer da hinten sitzt und zuschaut und teilweise einnickt. Wo kommt der raus, der Typ? Ich meine, man kann es eigentlich genau anschauen, wo der rauskommt. Hier vorne. Die Feuer. Aua. Ich hasse das Feuer. Das ist schlimm. Au. So, auch der ist hinüber. Ah, ich mag diesen Boschwasch schon vielleicht. Oh, Mist. Friss. Die kann man wahrscheinlich sogar No-Hit schaffen, den Typen, wirklich. Hey, Entschuldigung. Nein, lass mich raus. 500 Gold. Mein Gold wieder. Und natürlich Dicker Knight. Der ist nervig, schnell. Aber besiegt. Zumindest Phase 1. Bonk, da kommt sein Panzer. So, wer hat mich gesagt, Bogenhülse funktioniert ganz gut. Einfach hochwerfen. Ja, funktioniert. Au. Wenn ich raten müsste, würde ich vermutlich sogar noch gegen Shovel Knight kämpfen. Das wäre natürlich ultimativ scheiße. Fuck. Fuck you. Aus dem Saus, aus meinem Platz. Das ist mein Platz, du Arsch. Jetzt eigentlich noch mehr Items, weil wir haben ja Kiss ja noch ein paar mehr gegeben, die er rein theoretisch einsetzen kann. Das wäre ultimativ scheiße. Feuerball, okay, hat er immer noch. Die Chaoskugel hat er auch noch. Au. Was war das denn? Der hat ja auch noch das Ausbildermedaillon, soweit ich weiß. Da ist es. Ah, das, den Anker-Scheiß hat er auch noch.
werde mal kurz die Frostkugel reinmachen. Vorbei. Screw Attack! Also die Original Screw Attack, nicht diese komische getürkte Scheiße da. Von wegen, ich habe einen Anzug an. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Das wäre cool, wenn ich ihn damit killen könnte, mit der Screw Attack. So, ein noch. Jawohl, da haben wir ihn auch besiegt. Komm, ich jetzt ein Gold. Ich will ein Gold. Da bin ich schon wieder weg, die Sau. Der hat echt nur 663. Oh. Scheiße, wa? Jetzt hängen wir wieder da unten rum. No. Und erneut rettet er uns. Hilf uns, Shovel Knight. Du lässt uns doch nicht im Stich, oder? Naja, er. Er lässt uns im Stich, er lässt uns da verhängen. Hihihi. Also, das nenne ich doch mal eine Party. Viel Spaß beim Aufräumen. Er haut einfach ab. Okay. Okay. Er haut einfach ab. Von mir aus? Ah, zum Glück habe ich alles eingesammelt. Alles gesammelt. Coole Sache. Ja, heißt nur noch zum Turm des Schicksals. Gibt's 5 Musiknoten. Ja, ja, klar. Ha. Ui, das ist eine Menge. Aber ich würde sagen, an der Stelle beende ich den Part. Eventuell machen wir in diesem Part schon das große Finale. Und wenn nicht, dann sieht man jetzt entweder eine Paarzahl oder man sieht es, wenn ein Paar danach rauskommt. Irgendwie. Aber auf jeden Fall, ich bin erstmal raus. Euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und bis dahin. Ciao, ciao.